Hier spricht jetzt der Kollege Herr Henning. Bitte schön. Ja, Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, klar ist, wir machen uns stark für die Gastronomiebranche und dafür brauchen wir keine Aktuelle Stunde der AfD, Herr Lilienthal. Wir machen das seit Jahren und wir sind uns darüber klar, dass die Gastronomiebranche hier in Niedersachsen elementar ist für unser Zusammenleben. Die Gastronomiebranche, das ist ein Ort der Begegnung. Hier kommen Menschen zusammen, ob beim romantischen Candlelight-Dinner zu zweit, ob bei Familienfeiern, ob bei Vereinsfeiern. Hier kommen Menschen zusammen, wir tauschen uns aus. Und ich bin soweit zu sagen, es ist ein hohes Kulturgut hier in Niedersachsen, dass wir eine gesunde Gastronomiebranche haben, die den sozialen Zusammenhalt fördert und wo Menschen eben zusammenkommen und sich austauschen. Und damit sind wir auch alle ein Teil dieser Gastronomiebranche, glaube ich. Die Gastronomiebranche wiederum ist Teil der Tourismusbranche, die wiederum ein elementarer Wirtschaftsfaktor hier in Niedersachsen für Einkommen, für Arbeitsplätze, für Wohlstand und vor allem für Lebensqualität ist, meine Damen und Herren. 43 Millionen Übernachtungen und ein Bruttoumsatz von rund 13,6 Milliarden jährlich. Damit liegt die Tourismusbranche in der ersten Liga und liegt sogar noch vor der Bauwirtschaft, meine Damen und Herren. Ich persönlich habe hohen Respekt vor der Arbeit und vor allen Dingen von der Lebensleistung der Menschen, die in der Gastronomie arbeiten. Wenn wir feiern gehen, wenn wir uns treffen, gehen andere arbeiten und müssen ja, hart arbeiten für ein bisschen Geld, was sie dort verdienen. Danach kam Corona, ist heute schon angesprochen worden. Die Branche war schwer gebeutelt durch Corona und kaum war Corona vorbei, kam der Ukraine-Krieg mit den uns bekannten Folgen Inflation, Preissteigerung und vor allem der Fachkräftemangel. Und ich will das noch mal sagen, gerade der Fachkräftemangel ist ein Riesenproblem für die Dorfgaststätten im ländlichen Raum. Die sind hier nochmal besonders betroffen. Und vor dem Hintergrund, dass gerade die Dorfgaststätten im ländlichen Raum vielfach der einzige soziale Treffpunkt sind, haben wir hier eine besondere, wichtige Verantwortung. Und gerade deshalb haben wir ja den Mehrwertsteuersatz von 7% ab dem 1.7.2020 bis zunächst Ende 2023 eingeführt, um die Gastronomie da zu stärken. In Zeiten von Corona, ich glaube, das kann sich sehen lassen, haben sowohl der Bund als auch das Land erhebliche Unterstützungsleistungen gezahlt. Ich weiß, wir haben den Gastronomen auch einiges zugemutet, aber sie haben auch erhebliche Unterstützungsleistungen bekommen. Das war das größte Investitionsprogramm. Ich verweise mal darauf. Herr Kollege, Herr Kollege Henning, holen Sie mal kurz Luft. Es gibt bereits zwei Zwischenfragen, aber ich kam nicht dazwischen. Bitte. Einmal aus den Reihen der AfD. Lassen Sie die Zwischenfrage des Kollegen zu. Aber gerne. Moment, sein Mikrofon. Danke, Herr Kollege, dass Sie die Frage zulassen. Wie erklären Sie Ihre Aussage? Sie haben ja gerade gesagt, Sie stärken seit Jahren die Gastronomie. Sie gehörten ja damals zur Vorgängerregierung Schwarz-Rot und haben durch Ihre Corona-Maßnahmen sämtliche Gastronomiebetriebe zerstört. Wie kommen Sie jetzt zu dieser Aussage? Lieber sogenannter Kollege der AfD, ich kann nun so sagen, wir haben der Gastronomie einiges zugemutet, darüber bin ich mir im Klaren, Herr Wiechmann. Das war aber notwendig, weil es ein Abwägungsprozess war, um auf der einen Seite, hören Sie doch mal zu, wenn Sie eine Frage stellen. Herr Henning, es ist ein wenig irritierend, dass es kein sogenannter Kollege ist, es ist ein Kollege, weil alle, die hier sitzen, gewählt sind und deswegen. Das ist eine Frage der Betrachtung. Aber. Genau. Wollen Sie jetzt meine Antwort hören, Herr Kollege, oder nicht? Gut. Also, es war eine Abwägung natürlich zwischen den Erfordernissen Gesundheitsschutz und Schutz der Bevölkerung auf der einen Seite. Es war doch wohl klar, dass wenn man in einer Corona-Krise lebt, in einer solchen Krise, wo Menschen sozusagen auch um ihr Leben bangen müssen, wo Viren hier durch das Land geistern und Menschen akut an Leib und Leben gefährdet sind, dass man dann natürlich als Staat auch gucken muss, wie schützt man jetzt die Menschen. Und da war das natürlich so richtig zu sagen, überall da, wo Menschen zusammenkommen, gerade in dem Bereich der Gastronomie, überall da, wo große Plätze waren, wo große Veranstaltungen gab, dass man das einschränken musste. Gleichzeitig haben wir es aber hinbekommen, unserer Verantwortung gerecht zu werden, auf der einen Seite Gesundheitsschutz zu betreiben und auf der anderen Seite durch millionenschwere Corona-Unterstützungsleistungen den Gastronomen unter die Arme zu greifen. Wir haben sie ja nicht alleine gelassen. Das ist also völlig falsch, was Sie da sagen. Und niemand hat die Gastronomie hier zerstört. Gehen Sie doch mal raus. Wir haben eine wunderbare Gastronomie in diesem Land. Ich habe das vorhin beschrieben. Im Übrigen, das passt jetzt sehr schön.
Lassen Sie mich den einen Punkt bitte noch sagen. Ja, es gibt nur noch eine zweite Zwischenfrage. Ich weiß nicht, wann ist die Antwort zu Herrn Morisse zu Ende. Dann wäre noch der Wunsch einer Frage von Frau Herrmann. Nur, dass wir das noch so ein bisschen einordnen. Satz noch zur AfD sagen, weil es nämlich gerade so schön zu meinem Skript hier passt. Ich wollte darauf verweisen, dass gerade das Land Niedersachsen ein umfassendes Gaststättenförderprogramm aufgelegt hat. Wir haben 130 Millionen an Landesmitteln, reine Landesmittel, 130 Millionen für etwa 2.100 Betriebe bewilligt. Da ging es um Investitionen in Modernisierung der Gastronomie, damit die sich durch Modernisierungsleistungen zukunftsfest aufstellen konnten. Deswegen brauchen wir keine Belehrung von Seiten der AfD. Wir haben da alles getan. Und nun zu Frau Herrmann. Frau Herrmann, Sie haben eine Frage. Danke, Herr Henning. Entschuldigung, ich mache die Präsidentin. Herr Henning, vor dem Hintergrund, dass Sie die Bedeutung der Gastronomiebranche auch als Kulturgut für Niedersachsen ja auch gerade so herausgestellt haben, werden Sie denn dann heute unserem Antrag zur sofortigen Abstimmung bei unserem Entschließungsantrag dann auch zustimmen, um ein klares Signal von Niedersachsen nach Berlin zu senden? Vielen Dank, Frau Herrmann. Ihre Frage gibt mir natürlich Gelegenheit, noch mal auf die vorhandene Bundesratsinitiative der Landesregierung aus Mecklenburg-Vorpommern hinzuweisen. Eine SPD-geführte Landesregierung mit einer sehr qualifizierten, guten Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die genau das in den Bundesrat eingebracht hat, eine dauerhafte Absenkung der Mehrwertsteuer auf 7%. Diese Bundesratsinitiative aus Mecklenburg-Vorpommern wird gerade in den Fachausschüssen des Bundesrates beraten. Es war im Finanzausschuss, es war im Wirtschaftsausschuss. Im Bundesrat hat man die Entscheidung auf den November vertagt. Und ich bitte Sie mal, wir werden ja heute Nachmittag auch noch über Ihren Antrag diskutieren. Da kommen wir dann auf das Thema auch noch mal zurück. Ein bisschen Tempo aus der Sache rauszunehmen. Wir müssen jetzt mal gucken. Der Bundesrat debattiert ja gerade in den drei Fachausschüssen dazu. Der Wirtschaftsausschuss, wunderbar, des Bundesrates hat beispielsweise gesagt, wir wollen eine weitere Verlängerung um weitere 2 Jahre. Das war ja das, was die CDU damals in der Bundesregierung eingebracht hat, das nur 2 Jahre zu befristen. Das will der Bundesrat, der Wirtschaftsausschuss des Bundesrates jetzt bis Ende 2025 noch mal verlängern. Im Übrigen, erlauben Sie mir den Seitenhinweis nochmal, es hat mit der eigentlichen Mehrwertsteuerabsenkung jetzt nichts zu tun, aber diese Bundesratsinitiative, die da gerade aktuell diskutiert wird zwischen den Fachausschüssen, hat einen weiteren Punkt aufgegriffen, nämlich den Reformbedarf des Umsatzsteuergesetzes nochmal zu evaluieren und darüber zu diskutieren, was man eigentlich im Bereich der Umsatzsteuer noch entschlacken kann, entbürokratisieren kann. Ich verweise mal, oder wenn Sie sich mal den Spaß machen wollen, ich war früher mal Betriebsprüfer und durfte mich damit den ganzen Tag beschäftigen. Gucken Sie mal in die Anlage 2 zum Paragraphen 12 des Umsatzsteuergesetzes. Da finden Sie überall 50 verschiedene Einzeltatbestände, wo es um den ermäßigten Steuersatz geht. Was will ich damit sagen? Ich glaube, hier gibt es einen riesen Reformbedarf in Sachen Verschlankung und in Sachen Bürokratieabbau. Und deswegen ist, glaube ich, die Debatte, die da gerade in den Fachausschüssen des Bundesrates läuft, sehr hilfreich, nicht nur über die Frage der Absenkung des Mehrwertsteuersatzes zu diskutieren, sondern auch die Frage zu klären, inwieweit kann man eigentlich die Umsatzsteuer viel mehr reformieren, inwieweit kann man Bürokratie abbauen und vor allen Dingen anwenderfreundlicher gestalten. Meine Damen und Herren, es gibt noch eine Frage. Der Frage von Frau Herrmann, letzter Satz. Ich glaube, eines eint uns doch alle, und das ist auch deutlich geworden bei den Diskussionen im Bundesrat. Wenn es zu einer Mehrwertsteuersenkung kommt, die wir uns durchaus vorstellen können, dann muss es aber, und das ist Forderung aller Länder, die sich da im Augenblick im Bundesrat mit beschäftigen, muss der Einnahmeausfall der Länder durch den Bund natürlich getragen werden. Das ist ja auch Gegenstand Ihres Entschließungsantrages. Ich glaube, das ist zwingende Voraussetzung. Es gibt bisher keine Entscheidung im Bundesrat. Das wird im November wahrscheinlich entschieden. Insofern verstehe ich Ihre Eile auch nicht so ganz. Wir haben jetzt schon Oktober. Im November wird der Bundesrat sich dazu positionieren. Und lassen Sie mich noch ein letztes, aber Sie hatten noch eine Frage, glaube ich, ne? Ja, dann machen wir doch noch mal eben die Frage. Es gibt den Wunsch einer Frage aus der Fraktion der AfD. Ich glaube, die Hand kam von Herrn Rakitzky. Nein, doch nicht. Doch nicht. Gut, dann lassen Sie mich zum Schluss kommen. Wir haben hier natürlich auf der einen Seite die Wertschätzung der Gastronomie, auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, und das wissen Sie, Frau Herrmann, wir haben natürlich auch Verantwortung für die öffentlichen Haushalte. Und hier ist es auch eine Frage von Haushaltsklarheit und Wahrheit, sich über die Einnahmeausfälle für den Landeshaushalt dann Gedanken zu machen. Ich möchte darauf hinweisen, dass wenn die Mehrwertsteuer abgesenkt wird, es bundesweit zu Einnahmeausfällen von 3,4 Milliarden kommen würde. Das würde auf den Landeshaushalt hier mit jährlich 155 Millionen durchschlagen. 155 Millionen zulasten des Landeshaushalts. Das ist eine schwierige Herausforderung. Es ist auch aus meiner Sicht
haushalterisch im Augenblick nicht zu leisten. Deshalb nochmal die Forderung der SPD-Fraktion, wenn man zu einer dauerhaften Absenkung des Mehrwertsteuersatzes kommt, was ja am Ende der Bund entscheiden muss, dann muss der Bund diese Einnahmeausfälle ausgleichen. Und damit ist Finanzminister Lindner gefordert, das will ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, hier zu einer klaren Positionierung zu kommen. Die Bundesregierung will die Herbststeuerschätzung abwarten, die wird jetzt Ende Oktober kommen, um dann im November zu entscheiden. Und insofern, Frau Herrmann, kann ich auch Ihre Eile da nicht verstehen. Im November wird die Sache so oder so entschieden und das auch richtig so. Denn das Vorziehen einer Mehrwertsteuerabsenkung zugunsten einer Branche kann man im Hinblick auf die anderen Branchen, die ja von Corona, die ja von Inflation und so weiter auch getrieben und belastet sind, aus meiner Sicht nicht vertreten. Also eine Branche hier auszunehmen, halte ich da an der Stelle für den falschen Weg. Deswegen lassen Sie uns die Herbststeuerschätzung mal abwarten und die Diskussion im Bundesrat im November wird dann spannend, wie die einzelnen Bundesländer sich dort positionieren. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Henning.